die kann oben mitspielen. Das Beste an der Mannschaft ist, dass ich glaube, dass wir die Qualität in der Mannschaft haben. Für eine Oberliga-Mannschaft haben wir wahnsinnig starken Kader, gerade die Offensive. Einfach eine Mannschaft zu spielen, wo es wirklich um die Meisterschaft geht, das macht halt wirklich Spaß. Für mich geht es ganz klar das Ziel, Meisterschaft zu gewinnen. Ja, Verletzungen sind nie schön. Ich war 10 Wochen raus. Ja, es war absolut stark und ein tolles Gefühl. Ein Tor zu schießen hat mir natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben in dem Moment. Das ist ja eine schöne Sache. Wir haben ja Jahre dafür gearbeitet, dass wir da auch mal Punkte mitnehmen. Derby ist immer von der Stimmung, es ist das Beste, was du spielen kannst. Ne? Das ist immer Hexenkessel. Das weiß man nur, wenn man selber gespielt hat, was es bedeutet, wenn auf dem Zuschauerring jemand hinter dir steht. Für mich auf dem Eis ist es natürlich immer auch ein Motivator. Fans sind das Fundament dieser Organisation. Ohne Fans geht gar nichts. Fans sind immer wichtig, die pushen dich immer. Ohne Fans können wir diesen Sport nicht ausüben. Playoffs ist alles möglich. Jeder ist hoch motiviert. Da geht's dann richtig zur Sache. Ich denke mal, dass alles drin in jeder Runde, selbst die erste Runde, ist nicht zu unterschätzen. Und ich denke, es ist einfach die geilste Zeit. Also. Je nachdem, wie wir den Playoffs uns präsentieren, entscheidet das über eine gute oder schlechte Saison. Da ist das davor egal. In den Playoffs ist immer alles möglich. Jeder kann jeden schlagen und müssen einfach bereit sein. Ja, es wird mega spannend. Wir brauchen jeden letzten Mann und es ist auf jeden Fall alles drin. Also es ist voll spannend. Ich freue mich brutal drauf. Du weißt nie, wann Schluss ist. Also play to live another day. Ja. Wir haben hier ein ganz gutes Ding laufen. Und ich denke, für die Wedemark ist es sehr wichtig, dass wir dieses Eishockey auch gutes Eishockey präsentieren können. Und das können wir nur mit den Fans und mit den Sponsoren.